Wir machen das ja schon seit knapp 50 Jahren und die Ziele haben sich geändert im Laufe der Zeit. Im Wesentlichen machen wir das, um genauer zu wissen, was passiert bei Unfällen, als dass wir das von den polizeilichen Daten rauskriegen können. Bei der Polizei wissen wir, da ist ein Auto mit einem Auto zusammengestoßen und das war es mehr oder weniger. Bei uns wissen wir, das ist frontal zusammengestoßen, ist so schnell gefahren, die Verletzungen sind aufgetreten, das Rückhaltesystem ist verwendet worden. Und ursprünglich war das Ziel insbesondere zu gucken, wie kann ich Verletzungen vermeiden, wenn es zu einem Unfall gekommen ist. Und heute kommt immer mehr in den Fokus, was kann ich tun, damit es erst gar nicht zu einem Unfall kommt. Gut, die Unfalldokumentation lebt von den Fotos, die wir machen. Das heißt, Fotoapparat ist erstmal das Allerwichtigste und da auch mehrere. Was wir noch benötigen, sind Sachen zum Notieren, also ganz lapidar Papier, Bleistift, Klemmbrett. Und darüber hinaus Maßbänder, Sachen zum Profiltiefen messen. Wir benutzen sehr viel Technik, um Unfallstellen zu vermessen im Sinne von einer 3D-Laserscannung oder jetzt neuerdings auch einer Bildentzerrung, wo wir draufsichten oder 3D-Bilder aus Fotos generieren. Ja, das sind so die wesentlichen Objekte, die wir nutzen. Ja, und unsere Einsatzfahrzeuge natürlich.